Wunderschönen guten Hallo. Tag zum Sonntag. Kuckulu. Tag zum. Es geht. Es geht, was geht, was geht. Schönes Lied. Gefällt mir. Das ist aber auch gut hier. Hab ich gerade gefunden. Beat ist uralt. VOD kann leider nicht mithören. Sorry. Amen. Wunderschönen guten Hallo zum wunderschönen guten Sonntag. So ungewohnt mal deine Stimme ohne Verzerrer zu hören. Ja, du hörst meine Stimme jeden Abend ohne Verzerrer, wenn du mich anrufst. Slide meine DMs. Morgen nach 7 Monaten warten, neues Auto abholen, kriegst du den Tank kein Auge zu, bist nervös oder was? Geil, erstmal drin Tafeln, Junge. Hast du meinen Sonling schon angehört? Nee, ich mach eigentlich keine Dings. Schattenwolf. Und wo hast du den gesendet? Im Discord? Boah, da habe ich jetzt schon seit 2, 3 Tagen nicht reingeguckt. Junge, richtig. Da muss richtig drin getafelt werden, das sag ich dir. Da musst du Dirty Mike und die Boys anrufen. Da geht ab. Ha, wie geht's euch? Tipsy, Dankeschön für den Prime 5. Habe ich nicht gestern schon geteilt. Warte, lass mich mal runterscrollen, wenn ich das finde. Ja, hasse, vor 21 Stunden. Hä, da war aber gestern im 4. und heute im 5. Das ist aber komisch. Mir geht's auch gut. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ganz viele haben manchmal das Problem, wenn das ein Problem ist. Keine Ahnung. Spike, Dankeschön für den Prime im 21. und Kuss zurück. Dark Dragon TP, danke für den Resub im 31. Verräter, du. Ruhiger Stream heute? Natürlich, ist immer ruhig hier. Tanquart, Dankeschön für den Prime im 8. Rupi, danke für den Resub im 5. Guten Tag wünsche dir auch. Irish Caddy, Dankeschön für den Prime 10. Und Finibu, Dankeschön für 100 Bits. Und Epic Fall, Dankeschön für den Prime 28. Und Untime Kick, Dankeschön für den Prime 22. Jetzt werde ich, hallo, überfordert mich jetzt hier nicht. Ich bin halt nicht gewohnt. Hi, guten Sonntag, guten Abend. Ja, Jägermeister, wünsche dir auch. Heute wird auf jeden Fall ruhig. Sonntag, Mann, Sonntag geht eh nix. Das habe ich schon gemerkt beim Mittagessen. Ist tot heute. Oh, au, gute Lied. Au, gute Lied, ja. Heute ist ruhig, abwarten. Ja, mal gucken, mal gucken. Medium Pille, vielen lieben Dank für den Resub im 8. Und Savion 88, danke für den Prime im 9. Herzlich willkommen in der Hut. Merci. Wer ist denn alles da? Hallo Yoki. Hallo Daynight. Hallo Alpino. Jägermeister. Dandy. Tabasco Dude. Chubby Queen. Der Chrisse, Teddy ist da, guten Abend. Alter Pino, Oma, Maximex, Bionic, Mert, Absolut Fichte, Fabian Lars, Don Calimero, Pantagon, Gilfanta. Junge, den Namen, ne, Alter. Best Fanatic, Lord Purzelbaum, die Alina, Epic Fails, Swablack, Schattenwolf, Ghost Cavo, Big Cello, Stenzi, Zag One, Gamma HD, Schlappi, Finibu. No Name, Schattenmund ist da. Schattenmund, schreib mir nicht in Guild Wars. Ich check das nicht mit dem Chat da, Alter. Ich achte da nie drauf. Ich hab das gestern noch gesehen, weil ich hochgescrollt hab. Da warst du aber schon wieder aus dem Teamspeak raus. Schreib mir am besten im Discord immer dann. Losen, hallo, Kölsch ist da, Toshi, Federdaten, Holy Hoisa. Primex, Danmac, Blabla, Hausi. Hausi ist ab sofort der Tinkepäckchen-Beauftragte. Nur zur Information. Hagi, Nippler, Rosalie. Jacko, hallo, heute Gambo? Ne, nix Gambo. Bei Peanut gibt's kein Gambo. Noch nicht. Aber wenn die Leute mich weiter so aufregen wie gestern, gibt's auf jeden Fall Gambo, Junge. Da push von rechts. Aber mit WASD-Spam, das sag ich dir. Connection Lost, hallo. Dana ist auch da. Genau, Dana ist auch da. Doneria, Hukulu, guten Abend. Holy Acker Infinity ist da. Wow, ganz alter Name, ne? Mann, Mann. Tiger Star, Nimmersis. Hast du deinen eigenen Discord-Quad? Das ist ja einfach Ausrufezeichen Discord, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Danke schön, Oma. Merci. Yoki, danke schön für den Gifted Sub. Weiß jetzt nicht, wer den bekommen hat, aber vielen lieben Dank. Bissi, danke für den Bis am 10. Und Barbarian, danke schön auch für den Gifted Sub. Und Jonas Schulle, danke für den Prime im 19. Und Loco, danke für den Resub im 32. Küss mich.
Mich überliest der wieder gar nicht. TomGaming.de, sorry, Bruder. Hallo, guten Abend. Tagzahn, gestern was passiert? Nö, gestern war ziemlich ruhig. So ein bisschen so hier, ein bisschen lustig da und so mit dem Roller und so, aber ja, im Großen und Ganzen noch nix. Ja, was heißt hier alt? Ja, du bist schon lange hier unterwegs. Das meine ich damit. Moin, Chef. Ich nix, Chef, ich Freund. Ja, yeah, yeah. Moin, moin aus der geilsten Stadt der Welt, Hamburg. Was los, Digga? Apropos Hamburg, wir haben... Habt ihr das mitbekommen? Wir haben dem Kiez heute das Hotel wieder geschenkt. Wieder zurückgegeben. Also ich war nicht dabei. Ich hab dazu geguckt ein bisschen. Hamburg, Digga. Wuff. Schade, das mit Pinsel. Warum? Weil das mit Pinsel. Er ist doch nicht tot. Er hat überlebt. Tagsam, Christili. Wo ist denn Chris Anthem? Ist der schon da? Schande, warum? Der P ist am Arsch. Ich sag's euch, wie das. Sag ich schon die letzten 5 Wochen. Das heißt, ja, alt, ich weiß, dass ich 29 werde dieses Jahr. Muss dich drauf rumhalten. Ich reite auf Genix. Die Suche war halt traurig, ja. Der wurde halt ziemlich schnell gefunden. Soweit ich gehört habe von jemandem, der straight auf ihn zugelaufen ist. Was willst du machen? Ich war auch ziemlich enttäuscht. Ich glaube, da hat man auch gemerkt gestern. Ich habe mich so drauf gefreut, mal da suchen zu gehen und so. Kleines Event draus zu machen. Armer Pinsel. Was willst du machen? Rhyme, Dankeschön für den Prime im 6. Naja, Mühe haben wir uns jetzt nicht wirklich gemacht. Zack, ist halt normales RP gewesen. Hallo Timmer, hallo Sven Zlinski, hallo Fanky. Wer ist noch da? Wen habe ich überlesen? Stirbt Kurtis, da spielt den einfach nicht mehr so viel. Ich spiele den einfach nicht mehr so viel. Ich packe den bestimmt aus, um einfach mal so einen Tag zu chillen, 2 Tage und zu gucken, so was abgeht. Aber ich habe ja außerhalb von Yadis im Park und vielleicht noch ein bisschen Kiez und so gar keine Kontakte nach außen mit Kurtis. Ne? So Opa Willi noch und so, sonst. Und Cody, so, das war's. Der Charakter hat ja wirklich nie jemanden kennengelernt. Hukulu, Versuch Nummer 3. Ich hab dich vorgelesen, Ben. Lüge. Heute ruhiger Stream immer. Grüße an Chris. Lackmus Divers Chris. Dein Bruder oder was? Diak, vielen lieben Dank für den Prime im 10. Und Red Ninja Turtle oder Four Turtle, Dankeschön für den Resub im 8. Und der Grüne, danke für den Prime im 9. Ich bin der Ober, ich bin der Oberboy. Wie geht's, Mama Kusch? Alles Tutte Frutti. Aber man muss auch dazu sagen, es waren noch diverse andere Leute während der Suche direkt in Pinsitznähe. Ich wiederhole ja nur das, was mir gesagt wurde, Oma. War schade, aber da machst du nichts. Kann ein dummer Zufall sein. Hallo Bubbles. Hallo Dame One. Ich habe dir übrigens geantwortet im Discord, Bruder. Ich habe dein Bild nicht gesehen. Der Dame. Moment. Der hatte mir nämlich am 23.03. schon. Das ist schon wieder sehr lange her. Darf ich da teilen? Dame? Darf ich dein Bild teilen? Ich brauche Permission, bitte. Ja, easy. Der hat nämlich ein Peanut-Dings gemacht. Oh mein Gott. Moment. Der hat nämlich ein Peanut-Bild gemacht, so eine Emote-Idee. Boah, mega langer Link. Ich finde das ziemlich sexy. Erzähl mal die Story von True Love. Gibt's keine Story. Ich habe dann auch nur so am Rand mitbekommen. Der war irgendwo, ist der bewusstlos geworden im RP. Und irgendwelche Logs von Unity sagen, soweit ich das verstanden habe, irgendwelche Logs von Unity sagen, yo, da läuft ein Hack, der versucht hat, dich wiederzubeleben. So. Und laut meinem Wissensstand und den Kontakten, den ich habe und was ich schon alles so mitbekommen habe, gibt es sowas nicht. Es gibt keinen Hack, der dich wiederbelebt. Weil 99,9% der Hacks für GTA sind Online-Modus-Dinger oder Story-Dinger. Und im GTA selber gibt es keinen, yo, ich lieg bewusstlos auf dem Boden. Ne, das ist ein System von RP-Servern. Und dann, weil der schon mal im Support musste, wegen dieser Cheat-Engine-Geschichte damals, wegen Red Dead Redemption und den Goldbarren-Scheiß oder so, hat er nichts mehr bekommen.
und hat auch kein Interesse daran, das jetzt nochmal irgendwie Energie reinzustecken und zu klären, weil die Jungs halt jede Woche 20 Mal im Support waren, wegen unterschiedlichen Dingen. Und auffälliger hätten wir doch gar nicht gehen. Ach, Bruder, lass mich in Ruhe damit. Kein Bock mehr. Ich habe auch keine Lust, da Energie reinzustecken. Das hat mir schon bei Aiden letztens gereicht mit dem Flick. So, da bin ich sogar so weit gegangen, dass ich das auf Twitter gepostet habe, öffentlich. Und ich bin der größte Verfechter, was das betrifft, Alter, mit Hacken im RP und so. Weil ich einfach RPler bin, so. Ich kein Gang Champions League-Spieler-Scheiß. Ist deren Recht, wenn die das machen möchten, so jeder Server kann für sich entscheiden, welche Leute das spielen dürfen, welche nicht und so. Ich kann Johnny verstehen, ich kann den Server auch verstehen, so, aber ist alles cool. Ist ja auch kein Beef oder so jetzt. Hallo Sojic. Gar keinen Bock, mich darüber zu unterhalten, Alter, ehrlich nicht. Ich weiß es halt in dem Fall wirklich dieses Mal wirklich besser. Nee. Ich habe ja schon mal kommuniziert, wenn man keine Ahnung von irgendwelchen Sachen hat, sollte man die Fresse halten und so. Aber das ist GTA, Alter. So, ich habe Ahnung davon. Ich bin auch mal derjenige, der wirklich mal auch die schlimmen Seiten von GTA oder beziehungsweise die Leute kennengelernt haben, die in Anführungszeichen schlimme Sachen auf RP-Servern machen. So, der sich damit auch mal beschäftigt hat und auch mit vielen Leuten klarkommt, die auch sowas machen. Weil sie einfach RP nicht spielen wollen. So, ein bisschen kenne ich mich da aus und wenn ich mich da nicht auskenne, dann kennen sich andere Leute damit aus, die da tagtäglich machen, Alter. Irgendwo reinkicken und Autos wegteleportieren und irgendwelche Hacks haben und alles wegficken überall, Alter. Und wenn ich da jemanden frage, Bruder, der sich jeden Monat für irgendwie 10 Euro oder so irgendwelche Hacks besorgt, Alter, für RP und so Shit. Bruder, gibt's so einen Hack, Alter, der dich reviven kann? Und der sagt, nein, so einen Scheiß gibt's nicht, so. Dann weiß ich, dass ich da safe bin von meinem Gedanken her. Nicht 100%, aber zumindest sehr, sehr hoch. Wann gibt's die Mission? Welche Mission? Mir wird auch gerade gesagt, dass der Typ gestern, der straight zum Pinsel gelaufen ist, da wurde bestätigt, dass der, den haben sie überführt. Das war wohl doch Meta. Wenn ich das hier, doch, darf ich kommunizieren, warum denn nicht? Was geht ab, Serkan? Ihr wisst, was ich meine. Ist mir auch egal, ist auch kein Thema hier, scheiß drauf. Jeder macht, was er für richtig hält. Ja, wunderschönen guten Hallo Sonntag. Kjörn, danke schön für den Bisschen am 4. Lass Köln kurz wissen, dass du seit 4 Monaten Abonnent bist. Danke. Hallo Andi. Und Ketama, danke schön für den Prime Sub und herzlich willkommen in der Hut. Und Bolsche, danke für den Bisschen am 20. Okay, teilen die dritte. Merci. Und Klims, danke für den Bisschen am 8. Da ist Chris Anthem. Ja, Mann. Hallo, Chris Anthem. Nabend. Wie geht's euch? Bekommt ihr wegen Meta eigentlich auch einen zeitweise Bann oder welche Strafe gibt's dafür? Boah. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Unity das handhabt. Ich hoffe für immer, oder? Oder du kriegst einen XCM, also einen Permaban, aber du hast die Möglichkeit, nach einem Monat oder zwei einen Entbannungsantrag zu schreiben. Irgendwie so. Dich mit einem Kopfscher würde mich interessieren. Mich grüßt der nicht. Hallo C-Master. Kopfscher ist auch so eine Sache. Ne? Ich will da nichts gebunden sein. So, ich feiere das gerade ziemlich mit Peanut. Frei zu sein. Zeitumstellung hat mich ein bisschen gefuckt. Merke ich gar nicht. Hallo Drangix, guten Abend. Ich merke davon nichts. Eigentlich haben wir doch jetzt gleich 8:30 schon, oder? Tai meinte, nach 3 Monaten kann man einen Ballungsantrag stellen, ja irgendwie so. Die Steffi hat ja auch irgendwie so eine Meta-Falle getappt oder so eine Kacke. Und die war ja auch am Ende wieder da. Wird mal wieder Zeit für den Cody. Ne, 18:30. Wurde zurück und nein, wurde doch vorgestellt. Echt? Ich bin dumm, ne? Kopfscher hast du wieder Arbeit im RP, das ist anstrengend, ist er doch. Gar keinen Bock, Akten zu schreiben. Vor allem kenne ich das Aktensystem der Cops hier. Gar keinen Bock. Mit Tiger Life, Dankeschön für den Wisdom im 19. Und Dot-Exe, Dankeschön für den Prime 6. Schluckschnecken. Beutlin! Auland! Nein! Gar keinen Bock auf Akten RP. Ich mach das schon mit Peanut. Wir werden da schon
unsere Richtungen finden. Ich bin nur tatsächlich schon am Überlegen, was man so machen könnte. Aber am besten entwickelt sich das einfach Freestyle-mäßig. Wenn man als Spieler noch andere Streams guckt, ist es ziemlich schwierig, keine Meta zu betreiben, meiner Meinung nach. Warte, ich gucke auch Tai und Dexus und Early und Valor gucke ich auch. Ich gucke alles, Alter. Abends immer. Also mir fällt das zumindest nicht schwer. Null Aktenpolitik seit 2017 Fake FIB ist so. Und wir haben diese komischen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir das damals genannt hatten, der Holik und ich, was wir aus der Tasche gezogen haben. Peanut als Kopf wäre voll geil, Alter. Müsstest du den Skin für umtexturieren und so. Ziemlich viel Aufwand. Aus welchem Video ist das? Was meinst du? Sean Tupper Harley, vielen lieben Dank für den Prime-Sabel ins Weiteren. Dankeschön. Geht's euch gut? Hab ich das schon mal gefragt? Ich wiederhole mich, ne? Ist immer so schwer, ein Intro zu machen, Alter. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er meinen Namen richtig hinbekommt irgendwann. Warum? Du bist Chris Anthem. Chris Anthem One. Origami-Absperrung, Betonmischer in der Hose, genau. Fehlen dir die Jungs vom Park gar nicht, Curtis? Nein, warum sollen die mir fehlen, Bruder? Ich häng doch Dings. Wir haben doch so einen riesen Discord. Ach, nicht Discord, Teamspeak. Ich quatsch jeden Tag mit denen. Man muss ja nicht immer zusammenzocken. Ja, mir geht's auch gut. Ich krieg doch auch mit, was die da machen. Die erzählen doch auch immer. Ist ja jetzt nicht so, dass ich den ganzen Leuten, mit denen ich immer zusammenspiele, so den Rücken gekehrt habe und sag, yo, ich zieh jetzt mein Ding hier durch, so mein Stream first und mir alles scheißegal, ich bin doch, ne? Guck mal, 187 wollte ich gerade sagen, Alter. 719, so besteht seit 2017. Und mit den Leuten habe ich immer noch Kontakt. Ich habe zwar seit Wochen nicht mehr mit dem Cooper gesprochen, aber der ist immer da. So, ich könnte immer mit dem quatschen. Vermisst du uns auch? Jeden Abend denke ich an euch. Nee, ich vermisse euch nicht, aber wenn ich weg bin, vermisse ich euch. 187. 719, Mann. Ah, ich glaube, der Herr der Ringe verarscht, denke ich. Nee, das ist tatsächlich aus Herr der Ringe, dem Film. Mit dem Beuteln. Hallo, Flunsch. Wenn Sie doch mal Mittag in die Guild Wars Cypams gehen, könnten Sie nicht mal die GoPro starten? Das wäre doch mal nice für ein Stündchen. Kann ich mal machen, ja. Sag ich euch aber schon mal im Voraus. Okay, Endgame würde ich das jetzt nicht beschreiben, weil ich eigentlich nur so Open-World-mäßig unterwegs bin. Boah, kann ich aber mal machen. Ist eher so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also nix, man sollte da nichts Großes erwarten, ne? Wir chillen da einfach mies hart, genau wie Bomfer sagt. Wir machen große Events mit 70, 80 Leuten. Wir kloppen irgendwelche Riesendrachen weg und so, machen Daily-Kacke. Aber kann ich mal zeigen. Ich kann das echt mal zeigen. Junge, halt doch mal den Kopf zu und einfach machen. Werden schon Leute da sein, sabbel nicht. Naja, das hat nichts damit zu tun, ob Leute da sind oder nicht. Machen wir Fraktale. Könnten wir eigentlich auch mal zeigen. Mit dem Timmer zusammen und Mila und so. Wer ist heute alles dabei? Ist jemals, keine Ahnung. Mila, denke ich, Pinsel und so. Die üblichen Verdächtigen. Ich kläre das vorher nicht ab, bevor ich ins RP gehe und schreibe die Leute an und frage, bist du heute auch da? Bin ab morgen aber wieder Arbeit, dann immer nur abends da. Kann man ja auch mal abends machen, dienstags oder so. Aber ich habe irgendwie Angst, dass die Leute mich reinbaiten. Dass ich da im Shop irgendwas hole und diese Schwarzlöwenkisten aufmache. Da zittern meine Hände nämlich, wenn ich da draufklicke. Da muss ich mich zurückhalten. Da habe ich echt Angst vor. Ich denke nur an Pokémon, Alter. Ja, boah, das war das Sinnloseste, was ich in meinem Leben je getan habe. In Pokémon diese Kistendinge aufzumachen. Das war so sinnlos, Alter. Früher so hart GW2 gesucht, bis sie das PvP kaputt gemacht haben, habe ich keine Ahnung von, Bruder. Bei Guild Wars kannst du mehr mit Chat quatschen. Das stimmt. Da zittern meine Hände jetzt schon, wenn ich dran denke. Naja, können wir machen.
Bomfa, du hast jetzt Zeit, Emil hat auch Zeit. Timmer müssen wir dann gucken, abends irgendwann mal. Können wir Dienstag oder Mittwoch mal machen. Machen wir Duftkerze, gehen wir schon mal in den Pimmel, hab nichts mehr zu erzählen. Ist ein geiles Spiel, muss ich ehrlich sagen. Also ohne Hashtag Werbung, scheiß jetzt. Ist ein cooles Spiel für Casuals, finde ich. Du hast da nicht den großartigen Gear Progress, du hast kein Pay to Win, du hast einen Shop mit Cosmetics und so. Du musst kein Geld ausgeben, du kannst dir alles in-game spielen, so. Kannst sogar Gems exchangen durch Gold und gibt riesengroße, coole Events, Mann. Ist ein bisschen unperformant, das Spiel, weil das immer noch auf DirectX 9 läuft. Aber es gibt da so ein Add-on, dann kannst du das auf 12 umstellen. Grafik ist eigentlich auch ganz in Ordnung, kannst sogar Reshape benutzen. Die Mounts sind absolut der Hammer, Alter, gar nicht mit WoW zu vergleichen. Komplett brutal. Ich überlege mal, Guild Wars 2 auszuprobieren, aber da ich WoW zukommen, wird nicht easy. Kannst eigentlich mit WoW vergleichen, nur das Kampfsystem ist. Ist ein bisschen komplizierter, aber macht viel mehr Spaß. Du machst gutes RP, gibt wenige von der Sorte, gibt viele gute RPler, Bruder. Aber Dankeschön. Was hast du zu verlieren, C-Master? Wenn du Level 10 in dem Spiel erreichst und deine Story-Quest anfängst, nach Abschluss kriegst du einen Schwarzlöwen-Truhenschlüssel. Damit kannst du eine Truhe aufmachen, da kannst du was Heftiges ziehen. Sag mir Bescheid, was du gezogen hast. Wie der Goofy. Ich sag dir dann, ob das Wert hat oder nicht. Zwinker-Smiley. Zitrone, es ist Free-to-Play, ja. Es gibt aber auch Add-ons. Dann hast du halt mehr Content und du kannst komplett Solo spielen auch, ja. Du kannst halt dann nur nicht die Gruppensachen machen halt, ne? Also Fraktale oder Raids. Du könntest halt mit Random-Gruppen in den Raids gehen und auch die Events kannst du machen mit Random-Gruppen. Meldest du dich einfach an, bist instant drinne so. Da gibt's auch keinen Gear-Check oder so ein Chat. Kannst du einfach mitmachen. Kommst du mal 10 Minuten vor Eventbeginn und dann geht's ab. Bin auch nur World for World unterwegs. Klar, und dann bedrohst du mich mit einer Gilde und ich muss dir rausrücken, wa? Endlose Aufwertungsextraktor. CM-Bümper. Sie stehen den Wusper an mich. Picoline sind im Ofen, boah, oh geil. Ist eigentlich immer jemand TS, der Guild Wars spielt, bin am überlegen, mal was anderes als WoW, ist momentan echt langweilig. Ich bin ganz ehrlich, so viele Leute, die hier zugucken, zocken das gar nicht. Das ist eine kleine Gruppe, wir haben uns alle auf Friendlist. Meistens sind wir abends noch unterwegs ein bisschen. Ein paar Events machen Mila und Timmer, manchmal kommt Schattenbund noch dazu. Sind auch ein paar in der Gilde, die so für sich zeugen, ach, für sich zügen, für sich spielen und das Spiel erkunden und bei Fragen sich meistens, glaube ich, an Schattenbund wenden. Also eigentlich nicht, nein. Wir hängen meistens oben ab. Du kannst die, C-Master, du kannst auch Raids gehen, wenn du Free-to-Play spielst. Kannst du alles machen. Du kannst Fraktale machen, Raids, du kannst alles machen. Mit Free-to-Play. Du hast nur ein bisschen mehr Content, wenn du dir das Addon kaufst. Und das Addon oder beziehungsweise beide Addons zusammen kosten 15 Euro im Internet. Da kriegst du sogar einen 80er Boost und so dazu. Und wenn dir das Spiel Spaß macht, du spielst WoW, du zahlst 713 Euro um Raids geht nur, okay, dann habe ich gelogen. Tut mir leid. Dann gehen Raids nur mit Addons. Aber die Addons beiden kosten 15 Euro. Du zahlst 713 für WoW. Und wenn dir das so viel Spaß macht, das Spiel, dann kannst du nur mit Dings, dann kannst du auch 15 Euro investieren. Und die Addons holen. Das ist halt ein MMO, Mann. Alter, meine WoW-Subscription läuft immer nur, obwohl ich gar nicht spiele. 15 Euro sind 3 Monate, könntest du gucken, warum ihr kannst ja auch kostenlos zugucken. Empfehle ich euch zwar nicht, aber könnt ihr machen. türkische Nussrolle, dankeschön für den Resub im zweiten übrigens. Aber war das nicht so, dass man sich die Addons auch mit Ingame-Währung ertraden erspielen kann? Ja, du kannst Gold farmen quasi und die exchangen gegen die Gems und mit den Gems kannst du die Addons kaufen, ja. Du brauchst 2000 Gems für den Addon und frag mich nicht, wie viel Gold das ist. Keine Ahnung.
Irgendwie so. Wie, nein, auch nicht richtig. Seamaster, ich habe keine Gilde. Ich bin in der Gilde vom Schattenbund. Kannst du die Addons aufwerten mit Gems? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das ganze Addon kaufen kannst. Ich hab, Mann, hallo, ich bin jeden Tag im Shop unterwegs. Ich scroll da zwar nur durch und kaufe nichts, aber ich kenne mich damit aus. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Gold hat, das ehrlich nicht. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Aber kostenlose Doofko kenne die 4 Stunden tagsüber, wenn die Normales dich nicht schauen können, sondern nur Subs. Wo denn? Guild Wars ist, glaube ich, 2019 released worden. Glaube ich. Grüße aus dem Western an. Grüße! 2013? Okay. So, wir gehen jetzt in eine Permis. Und ja, können wir machen. Die Tage. Mit Bombfahr dann zusammen mit Mila und so. Guck mir noch das. Grüße aus dem Putt. Grüße! Was bist du für ein Landsmann, Bruder? Ich bin ein Mensch. Landsmann. Landsmann. Oh mein Gott, ich hab Steam nicht gestartet, ich Idiot. Hast du mal vor, einen Kopfschatz zu machen? Ich hatte mal einen. Erstmal momentan nicht, ne? Erstmal lutschen wir Peanut aus, bis da nichts mehr geht. Und dann sehen wir weiter. Boah, warum verlass den Ruhe, Landsmann, Alter? Jeder weiß doch, dass ich White Knight bin und Ritter. Ich hab Pony, Junge, weiße Rüstung. Also 2000 Gems sind nur 765 Gold, ja. Da dauert ein bisschen, bis man die erfarmt hat. Vor allem ohne die Addons. Aber man kriegt in den Stories, kriegt man, und bei Map Completion kriegt man manchmal Truhenschlüssel. Und da kann man Glück haben wie Goofy und kann ein Item rausziehen, was einfach mal 2000 Gold wert ist. Hm. Könnte sagen, Account Name, schick dir 1000 Gold. Bruder, ich hab Angst vor Bannen, Alter. Warum starte ich Guild Wars, Alter? Ich bin so dumm, ey. Ich wollte doch auf Rage klicken, Alter. Ich bin so lost, Alter. Okay, das will ich, klar will ich die 1000 Gold, aber ich habe ganz oft bei Reddit gelesen, wenn er dir, man hat ja auch so ein Limit, man kann nur 500 Gold aus dem Postfach nehmen. Und da wurden schon welche für gebannt. Hab halt die 100% bei der Karte, bin ich auch gerade dran, Chip. Ist sogar gut, krieg 2 Gegenstände für Legendaries zum Craften. Die sind auch teilweise, boah, was habe ich gestern gelesen? 500 Gold ist ein davon wert. Du kriegst 2 Stück, wenn du 100% hast. Junge, was ist mit meinem GTA los? T-Nex, Bruder, ich habe keine Ahnung, ich lese das selber und ich habe keine Ahnung von dem Spiel, ehrlich nicht. Also wenn ich dir stackweise Mystic-Coin schicke, dann vielleicht, ja, irgendwie so. Obwohl, wir haben auch schon Gold hin und her getradet, Timmer und ich. Weil Timmer Gold geliehen hat für den Greifen zum Beispiel. Bei Mila, weil ich Mila kein Gold schicken konnte, weil der Account noch zu neu ist. Und ich habe Timmer auch zurückgezahlt in mystische Coins und so ist auch nichts passiert. Ich habe trotzdem Angst. Gildenkasse, ja, aber ich kann nur 25 Gold traden oder so, weil der Account nicht mal einen Monat alt ist. So, jetzt gehen wir in den Pimmers. Bisschen vorsichtig. Aber wenn du die 1000 Gold nicht brauchst, Bruder, ich nehm die. Also, ne? Slide meine DMs, Bruder. Das machen wir schon irgendwie. Doch, man kann Gold traden, aber die haben da so Sicherheitsmaßnahmen, wenn der Account frisch erstellt wurde und bla bla bla. Wegen den ganzen Goldzellern und so Shit. Ich bin absolut süchtig, Alter, ich schwöre bei Gott. Dann kann Curtis mein Skill zahlen. Boah, den müssen wir nur fahren, Bruder. Ich habe zwar noch nicht angefangen, aber das wird schon. Und diesen komischen Käfer müssen wir auch noch holen. Gold für Curtis, Bargeld für mich, je, je. Man kann das Addon nicht mehr mit Gold Gems kaufen, man kann nur noch das von normaler Addon nennen auf Deluxe. Dann hatte Schattenbund doch recht. Klugscheißer. Hallo Lucky. Und hallo, die gerade eingeschaltet haben.
Assalamu alaikum. Ja, aber dann kostet Addon oder beziehungsweise beide und Addons halt 15 Euro. Hat Giffy auch gekauft, man, 15 Euro. So, dann lass den Zap hier weg, wenn du das unbedingt kaufen willst. Boah, wie Passwort falsch, Junge. Warte mal eben. Du hältst die Klappe. VOD hat Sound. Ah. Geht doch. Oh, wir müssen einen Stimmtest machen. Was ist los? Was habe ich jetzt wieder gemacht? Merhaba, merhaba, frische orange Gurke, alles da, merhaba. Was geht, was geht, was geht? Und sofort ein Crash. Das fängt ja gut an. Super. So, ich bedanke mich recht herzlich für den Support. Vielen lieben Dank, dass ihr so nett wart heute. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Mein Gott, Alter. Boah, Katze, weh, du springst jetzt hier auf den Schreibtisch. War ziemlich ruhig heute. Erstmal drauf klarkommen, was heute alles im Stream passiert ist. Ja, Mann, erstmal abschalten. Ey! Suslan! Amana, du kriegst TikTok im Nacken! Böser Hund. Das war der Turbo. Der war Amigo. So geht sofort wieder los. Ja, das von Schwester Küsch, die Hunde. Die hat zwei Chihuahuas. Die Quartel um 9, also in 15 Minuten Map suchen. Nee, nee. Eh nie Glück, Alter. Ey, ich könnte. Timmer, ich schwöre bei Gott, ne? Ich schwöre bei Gott, Alter. Ich habe die Infusion in den Dings bekommen. Irgendwann mal. Und ich habe das gedisst. 100 Pro. Ich weiß das. Ich weiß noch ganz genau, dass ich der Mila irgendein Item gepostet habe und habe gesagt: guck mal, habe ich bekommen. Ich habe es hundertprozentig kaputt gemacht. Doch, habe ich. Ich habe den Hals mal gedroppt bekommen. Bin mir ziemlich sicher. Oh mein Gott, Alter. Ich kotze mir in meinen Mund. Geht gleich los, einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Mein Gott, Alter. Irgendwas will mir das Spiel sagen. Jetzt laufen hier schon Pferde rum. Wollt ihr lieber Kontaktlinsen von Mila zurück? Ja, die hat mich gestern schon geärgert damit. Ich sag so, willst du PC wieder haben? Was für ein Ding, was willst du, Jammer? Was willst du? Lass mich in Ruhe. Mann, ey. Ich kann mir gut vorstellen, warum das hier crasht, weil in der Nähe nämlich diese komischen Dings sind. Juris Häuser. Snoggletoxan, aber es geht. Dieser Zombie-Server, ach so. Weil ich den gerade gesagt habe, Schwester Kusch. Turbo und Amigo. Und Bagheera. Und die Katze ärgert mich immer.